Wie würden Sie denn Ihr Elternhaus beschreiben? Was war Ihr Vater von Beruf? Mein Vater war Pfarrer, meine Mutter war auch Theologin. Die hatten sich beide im Theologiestudium kennengelernt. Meine Mutter hat als Katechetin gearbeitet, das ist eine Christenlehrerin gewesen. In der DDR war Christenlehrer ja nicht Bestandteil des schulischen Unterrichts. Der Staat hatte die Kirche dort entfernt und deshalb hatte die Kirche eigentlich etwas sehr Gutes gemacht, nämlich Christenlehre freiwillig für die christlichen Kinder und die christlichen Familien angeboten. Das erfreute sich großer Beliebtheit. Ich bin sehr, sehr protestantisch aufgewachsen. Mein Vater war, das betrifft, sehr authentisch und auch eine sehr ehrliche und sehr geradlinige Haut. Und er hat diese geradlinige Haltung auch an mich weitergegeben. War Ihr Vater ein politischer Mensch? Ausgesprochen politisch, ausgesprochen politisch. Es war keiner, der sich auf seine Religion zurückzog, sondern der offenbar den protestantischen Glauben auch als Aufforderung verstand, sich mit seinem eigenen Leben darauf einzurichten, auch in der Öffentlichkeit darauf einzurichten. Einer seiner bestimmendsten Sätze, die ich von ihm gehört habe und die auch für mich eine große Bedeutung haben, die ihn erklären, war, dass die Kirche bei den Menschen sein muss. Die Kirche muss bei den Menschen sein, die in Not sind. Da gehört sie hin, das ist ihre Aufgabe. Sie darf nicht danach fragen, was das für sie selbst bedeutet, sondern das ist ihr Job. Können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, was Ihr Vater jetzt außerhalb seiner kirchlichen Aktivitäten eben auch in diesem politischen Bereich gemacht hat? Naja, er hat ja ein sehr langes Leben geführt. Und in den 50er Jahren ist er in die DDR gekommen. Er ist einem Ruf gefolgt, eines Superintendenten eben in Münchenberg, der sehr viele vakante Fahrstellen hatte. Das hing mit der Nachkriegssituation und der sehr bedrückenden Situation in dieser DDR zusammen. Da war der Stalinismus noch spürbar. Und er ging mit einigen wenigen anderen aus seinem Endstudium sozusagen Zeit, er war glaube ich schon, war mit einem Promotionsprojekt beschäftigt, aus Münster weg, war also faktisch im Westen gewesen, die Familie lebte im Westen und das war ganz bewusst ein Weg in die damalige DDR, um einer bestimmten theologischen Haltung zu frönen, nämlich man muss bei den Menschen sein, die in Not sind. Deshalb war das für ihn selbstverständlich. Das war der erste Akt, den ich mal, der sehr politisch war. Er ist dann nach Berlin gegangen wegen der Familie und hat er hat sich theologisch intensiv eingebracht. Er gehörte immer zu denjenigen, die mitdiskutiert haben, auch innerhalb der Kirche. Er war dann Landessynodaler. Er hat mitgearbeitet in Instituten, die evangelische Kirche hatte. Er war in der Ausbildung mit tätig. Hatte also viele junge Leute, die er hatte. Er war sehr offen, was seine Jugendarbeit betrifft. Er hat versucht, den Jugendlichen gegenüber vieles von dem mit nahe zu bringen, was der Staat ihnen vorenthielt. Dazu gehörte Kunst, dazu gehörte Geschichte, dazu gehörte viel Philosophie. Er hatte in seiner anfänglichen Studienzeit neben Theologie auch Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Das spürte man, das baute ja alles ein. Er war an Informationen interessiert. Immer wenn ich in sein Zimmer ging, liefen irgendwelche Nachrichten. Und nun muss man ja sagen, Nachrichten zu DDR-Zeit aus dem Westen, RIAS oder SFP, waren ja noch ein Stück interessanter, als man das heute gelegentlich findet. Es waren immer interessante Neuigkeiten dabei. Er redete sehr viel darüber. Er öffnete sich neuen Tendenzen, sowohl theologischer Art, die aus dem Westen herüberkamen, als auch war wissbegierig über sämtliche philosophischen Trends, die es in Osteuropa oder Westeuropa gab. Er frug sich mehrfach, wo läuft das hin? Er war teilweise Anhänger der Konvergenztheorie, dass also westliche und östliche Systeme aufeinander zuliefen. Das verschwand dann aber im Hintergrund. Er war ein Anhänger von Kolakowski, der in den 60er Jahren eine theoretische Begründung dafür schrieb, weshalb der Kommunismus erledigt ist, keine Zukunft mehr hat. Und ich glaube, für ihn war das dann ab diesem Moment auch so. Er ist häufig vom Staat zitiert worden, weil er Gottesdienstform versuchte und praktizierte, die mit der öffentlichen die DDR mit ihren Gesetzen versucht hat zu verbieten. Er hat sich, würde man sagen, nicht offen gegen den Staat revoltiert. Das kann man nicht sagen. Aber er war offen für alle Überlegungen. Er war eine Zuflucht für alle, die unter diesem Staat gelitten haben. Er hat sich nie verweigert. Bei ihm haben Leute Zuflucht gefunden, die Berufsverbote hatten,
die unter diesen Repressalien litten, eine Lehrerin, die einen Ausreiseantrag gestellt hatte, fanden sich bei ihm in der Gemeinde wieder und fühlten sich hier sehr wohl, sodass auch diese Gemeinde nicht einfach nur das Verfolgen privater religiöser Identitäten war, sondern eigentlich auch ein Ort, wo sich viele Leute fanden, die überhaupt leben wollten, die unter diesen Bedingungen der DDR, die diese Bedingungen der DDR zum Teil unerträglich fanden. Also da merkte man dann sehr stark seine politischen, sagen wir mal, Einstellungen. Und für ihn war die Frage, was verantwortlich leben heißt, immer auch eine öffentliche Angelegenheit. Das kannst du für dich privat nicht machen, sondern war auch immer öffentlich. Und das gipfelte für mich in dem Satz, den er mir mitgab und der auch entscheidend war für meine eigene Prägung: Auf der ganzen Welt gibt es niemanden, der dir zu sagen hat, was du zu tun oder zu lassen hast. Das musst du selbst entscheiden und du musst Gott gegenüber gehorsam sein. Also das ist dieses Beides. Du bist frei, aber du musst Gott gegenüber gehorsam sein. Hier wird auf der einen Seite die Freiheit des protestantischen Selbstverständnisses deutlich, aber auch die ungeheure Strenge, die in dieser Freiheit durchaus mitleben kann, die ja sein eigenes hat, ihr eigenes hat. Das ist das Milieu, in dem ich selbst groß geworden bin, mit dem ich mich sehr auseinandergesetzt habe. Keineswegs nur so, dass ich das für mich hundertprozentig akzeptiert habe. Ich bin dann sehr auch meinen eigenen Weg gegangen, aber es hat mich zutiefst überzeugt. Es ist sehr authentisch, es ist viel geradliniger, es ist viel ehrlicher als all das, was ich auf staatlicher Seite, in der Schule und so weiter erlebt habe. Es ist an keiner Stelle verlogen gewesen. Es ist vielleicht gelegentlich von Irrtümern behaftet gewesen. Und Angst spielte auch eine Rolle, die ich versucht habe, so in dieser Art und Weise nicht zu haben. Aber diese Authentizität, das Stehen zu sich selbst, einer seiner Sätze war: Es ist viel wichtiger, zu sich selbst zu stehen, als Angst davor zu haben, Schaden zu nehmen. Also das ist auch etwas neben der Verantwortung, die eine öffentliche ist, die man für sich selbst leben muss, man muss zu sich stehen, was meinen eigenen politischen Weg sehr geprägt hat.